an Florian und Philipp. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank, Max, und hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. So, ich darf meinen Bildschirm teilen. So. Und ja, einen kurzen Input geben. Es geht um unser Papier Zinsen statt Geldmenge, eine nicht monetaristische Interpretation einer monetaristischen Vorschrift. So, und ja, wo ich kurz starte, ist quasi nochmal so ein Input geben. Wie hat man so vor der Finanzkrise über die Implementierung der Geldpolitik gedacht? Wie tun wir das heute? Und was ist so ein kurzes Fazit daraus? Und dann übernimmt Philipp auch schon und wird quasi die juristischen Implikationen dessen mit euch durchgehen. Also bei mir ist es wirklich nur ganz kurz. So, also das hier quasi ist so eine Vorstellung der geldpolitischen Implementierung vor der Krise, ne? Die Grafik kommt von der New York Fed. Also das ist jetzt eine Sache, die ist unter Zentralbankern völlig unbestritten. Also damals hat man quasi gedacht, die Zinsen, die ihr auf der Y-Achse seht, die werden quasi determiniert durch die Geldmenge, die zur Verfügung gestellt wird, ne? Und dann aus Geldnachfrage und dem Geldangebot, das da eben zur Verfügung gestellt wird, ergibt sich dann die Target Rate, also die ihr dann quasi auf der linken Seite der Y-Achse seht. Also es ist quasi so, dass es ein maximales Angebot an Zentralbankgeld gibt, um quasi diesen geldpolitisch gewünschten Zinssatz am Geldmarkt zu erzielen. Würde man ein bisschen mehr zur Verfügung stellen, dann würde man quasi auf der X-Achse nach rechts wandern und die Zinsen würden fallen. Das war so die Vorstellung vor der Krise. So, und dann ja, hat man quasi nach der Krise, hat man auch aus einer oder in der Krise, aus einer Unsicherheitssituation mehr Zentralbankgeld zur Verfügung gestellt, um quasi, ja, um quasi am Interbankenmarkt, wo die Banken kein Geld mehr leihen wollten, nach Lehman wusste man nicht, wem kann man noch leihen, sondern die Zentralbank einfach mehr Geld bereitgestellt, wollte aber nicht, dass die Zinsen quasi ins Bodenlose fallen. Und seitdem steuert man quasi ja, die Zinsen mit den Zinsen, die die Zentralbank bezahlt. Ja, also quasi in Europa ist es die Einlagenfazilität, in den USA die Interest Rate on Reserve Balances. So, und dann ist es quasi so, dann fallen die Zinsen am Geldmarkt eben nicht mehr deutlich unter das, was die Zentralbank zahlt. Weil es würde jetzt wenig Sinn machen, ne, so quasi jemandem Geld zu leihen und da weniger zu akzeptieren als Zins, als das, was sie von der Zentralbank bekommen. So, das heißt, jetzt ist es quasi so, dass wir eher so ein minimales Angebot an Zentralbankgeld haben, um den geldpolitisch gewünschten Zinssatz im Geldmarkt zu erzielen. Aber wenn man jetzt mehr bereitstellt, ändert das geldpolitisch nicht so viel, weil die Zinsen eben letztlich das Instrument der Geldpolitik sind. Und an denen ändert sich eben nicht viel, wenn man jetzt noch mehr Geldmenge zur Verfügung stellt. So, und ja, wenn man diese Tatsache berücksichtigt und ja, sieht, dass die Geldpolitik ihren Einfluss über die Finanzierungsbedingungen und die Zinsen durchsetzt, dann kann man sich so als Merksatz merken, so die Art der Finanzierung öffentlicher Defizite, ob die jetzt monetär ist oder nicht monetär, die ist für ihre Wirkung auf Nachfrage und Preisniveau irrelevant. So, und wenn man quasi diesen Merksatz verstanden hat, dann, ne, dann hat es bestimmte juristische Implikationen aus unserer Sicht, die Philipp mit euch jetzt durchgehen wird. Dann übergebe ich mal an Philipp. Yes, ja, vielen Dank, Flo. Ich hoffe, man hört mich gut. So, wir sind bei unseren Merksätzen. So, und dann gehe ich mal über direkt in wie hat sich das in Recht umgesetzt? Also, wir haben damals, das haben wir dann zusammen recherchiert, den Carli Report im Vorlauf zum Maastricht-Vertrag gehabt, wo wir aus heutiger Sicht jetzt ein bisschen lustigerweise nachlesen können, okay, wo sie ihre Ausführungen machten und this has the following implications. Budget deficits should not be financed through money creation. Und weiter unten dann, ja, Zentralbanken dürften überhaupt nur Staatsanleihen kaufen, solely in order to regulate the amount of money in circulation. Also viel
Geldmengentalk, weil man eben dachte, naja, die Zentralbank muss allein die Inflation kontrollieren und das tut sie eben durch die Geldmengen. Das können wir dann auch nachvollziehen im ersten Kommissionsentwurf, den es für den Maastricht-Vertrag gab, also für den damaligen Europäischen Gemeinschaftsvertrag, wo eben auch die Kommission dann zur Begründung schrieb, naja, man muss monetäre Staatsfinanzierung verbieten, denn sonst würde eben die Inflation außer Kontrolle geraten. Also Potential Threat of Budget Deficits and Their Financing. Interessanterweise eben genau das Gegenteil von dem, was Schwu jetzt als Fazit uns dargestellt hat. Wir haben dann eben im Maastricht-Vertrag die Vorschrift festgehalten, Überziehungs- oder andere Kreditfazilitäten und so weiter bei der Europäischen Zentralbank sind ebenso verboten wie der unmittelbare Erwerb von Schuldtiteln, also von Staatsanleihen, von diesen, also von den Mitgliedstaaten, durch die Europäische Zentralbank oder nationale Zentralbanken. Also Erinnerung, wir hatten gerade eben die Herleitung von diesem Verbot. Also es ging da einfach darum, es darf nicht so viel Geld geschöpft werden, um mitgliedstaatliche Defizite zu finanzieren. Sonst hätten wir eben keine Kontrolle mehr über Inflation. Wichtig ist zu merken, es ging um den unmittelbaren Erwerb, weil man auch damals natürlich schon wusste, okay, man will schon irgendwie die Geldmenge kontrollieren können, aber das darf eben auf keinen Fall durch den direkten Ankauf bei Mitgliedstaaten passieren. Was hat die Rechtsprechung da jetzt draus gemacht? Wir kennen natürlich OMT und PSPP, da wurde das zum ersten Mal so wirklich relevant, dieses Verbot. Also Artikel 123 ist wichtig, sich zu merken, weil der kommt jetzt noch ein paar Mal so vor. Ja, die Rechtsprechung hat daraus letztendlich vor allem zwei Verbote gemacht, also der EuGH, weil der da immer den Auftakt setzt. Da hat er einmal festgestellt, natürlich also Primärmarktankäufe sind verboten, Punkt. Aber interessanter auch für Sekundärmarktkäufe, also wenn die Zentralbanken eben nicht beim Staat direkt kaufen, sondern bei privaten Anleihegläubigern. Auch dann darf die EZB nicht mit gleicher Wirkung wie Primärmarktankäufe tätig werden, was so definiert wurde, dass sie nicht die Marktteilnehmer als ihre verlängerte Hand verwenden darf, also nicht sagen, hey, hier, wir wollen Anleihen kaufen in der und der Menge zu dem und dem Preis und jetzt kauft ihr bitte für uns. Da gab es dann sehr viele Unterverbote, nenne ich es mal, also Bedingungen, unter denen so eine verlängerte Hand dann vorliegt. Aber genau, also das kann man als ein Umgehungsverbot ansehen. Das zweite echte Umgehungsverbot, was der EuGH dann so genannt hat, war, dass er meinte, die EZB darf damit aber niemals die Anreize zur Haushaltsdisziplin für die Mitgliedstaaten aufheben. Interessanterweise sind beide Verbote nicht direkt auf die Geldmenge gerichtet, sondern es ging dann immer eigentlich darum, Primärmarktkäufe sind verboten und jetzt gucken wir, wann würde die EZB so handeln, dass letztlich dieses Primärmarktkaufverbot irgendwie umgangen würde. Das Bundesverfassungsgericht hat sich dem letztendlich angeschlossen einfach, hat diese zwei Verbote genauso auch aufgenommen, ein bisschen verschärft mit seinen eigenen Bedingungen und dann noch eine dritte Bedingung hinzugefügt oder die jedenfalls besonders betont, dass auf gar keinen Fall zu riskante Anleihen gekauft werden dürften, weil sonst der Bundestag möglicherweise irgendwann Verluste der Bundesbank ausgleichen müsste, was eine große Angst des Verfassungsgerichts geblieben ist. Es hat sich tatsächlich so weit rausgelehnt, dann ein Mindestrating festzulegen. Um jetzt zu überlegen, was wir aus den heutigen Erkenntnissen machen, denn diese Verbote, die basieren auf einem Verbot von 1992 und hinterfragen das jetzt auch nicht weiter. Müssen wir uns jetzt überlegen, was bedeutet das rechtlich, dass sich die geldpolitischen Vorstellungen geändert haben? Das ist nicht ganz trivial, denn was auch ganz wichtig ist, denke ich, für alle Nichtjuristen, die jetzt dabei sind, vielleicht, wenn man sich oft so die Frage stellt, ja, was machen die Gerichte da? Naja, es geht halt bei den Gerichten nicht darum, dass die jetzt sagen, oh, die Geldpolitik hat sich geändert, dann ändern wir jetzt auch alles. Sondern die gucken ja, was für eine Vorschrift haben wir und wie setzen wir die möglichst durch. Heißt eben, das habe ich dann ein bisschen plakativ dahingeschrieben, aber es ist einfach so, Rechtsprechung spricht Recht. Und das heißt, wir haben diesen Artikel 123, der steht. Jetzt haben wir als Auslegungsmethoden, unter anderem, es gibt noch andere, aber wir haben Wortlaut der Norm, Geschichte der Norm, Zweck der Norm. Und da ist für uns besonders interessant natürlich, was war das Ziel von Artikel 123? Was hat sich geändert jetzt im Vergleich zu 1992? Ganz klar die Vorstellung von Inflation. Und wir richten uns jetzt auf den Zweck, weil Wortlaut und Geschichte von Artikel 123 sind natürlich unverändert geblieben. Wenn wir also
überlegen müssen, was passiert rechtlich, wenn sich die Geldpolitikvorstellungen dermaßen ändern, dann muss man sich eben fragen, was war denn eigentlich der Sinn von 123? Da haben wir einige, aber man kann eben verschiedene Stufen unterscheiden. Also staatliche Nachfragekraft habe ich jetzt mal als Überlegung erstmal hingestellt, denn das wäre natürlich aus heutiger Sicht das, was Inflation verhindern würde. Aber wir wissen, das war eigentlich nicht der Sinn damals. Anleihekäufe verbieten ist natürlich der Inhalt des Verbots, aber der eigentliche Zweck ist es auch nicht. Geldmengenerhöhung kann man sagen, aber auch eigentlich nicht, sondern es war halt von vornherein Preisstabilität. Also man hat einfach gedacht, okay, wenn die Zentralbank Anleihen kauft, dann erhöht sie die Geldmenge und dann ist die Preisstabilität gefährdet. Lauter Befürchtungen, aber eben es geht bei Artikel 123 um Preisstabilität. Dazu wurden noch ein paar Zwecke, ich nenne es mal erfunden oder ausgelegt, sind verschiedene Begründungsstränge, eben dass man zum Beispiel befürchtete, Artikel 123 sei auch erforderlich, damit die Staaten nicht aus fiskalischer Dominanz heraus die Zentralbank zu Anleihekäufen zwingen könnten. Das wäre dann eben eine Unabhängigkeitsfrage, allerdings ist die Unabhängigkeit natürlich auch durch eine andere Vorschrift schon gesichert. Auch gibt es das Argument, das ist ja bis heute mit Italien sehr strittig, dass Artikel 123 auch verhindern soll, dass die Mitgliedstaaten ihre Defizite hochhalten können und das dann mit der Zentralbank finanzieren. Auch dafür gibt es extra Vorschriften. Und kommen wir gleich noch weiter dazu. Und dann eben das Bundesverfassungsgerichtsargument, was wir oben schon hatten, dass eben die nationale Budgethoheit geschützt sein müsse. Also eben, wenn die Bundesbank Verluste machen würde, dass dann irgendwie der Bundestag nachschießen müsste und so weiter. Da gab es auch nämlich ein sehr interessantes EuGH-Urteil, aber da kann ich gerne in Fragen nochmal drauf eingehen, wenn erwünscht. Zur Erinnerung an die bisherige Rechtsprechung, um zu überlegen, was wir daraus machen. Wir hatten jetzt aus dem Primärmarktverbot diese zwei Sekundärmarktverbote entnommen, also dass man die Märkte nicht benutzen dürfte, um dasselbe zu tun oder eben die Haushaltsdisziplin nicht gefährden dürfte. Was wir jetzt ehrlich gesagt sehen, wenn wir uns nochmal die Zwecke anschauen, da kommen wir aus unserer Sicht, jedenfalls in unserem Paper, zum Ergebnis, aus heutiger Sicht hat das Primärmarktkaufverbot eigentlich schon keinen Sinn mehr, weil Unabhängigkeit steht sowieso fest und das muss man nicht in Frage stellen, das kann man nur politisch irgendwie. Mikrofon. Ja, vielen Dank, Philipp, auch Florian und Max, das ist echt ein super tolles Paper. Irgendwie hat die IT hier an der Universität Amsterdam es nicht geschafft, Zoom zu updaten. Also muss ich mit meinem Handy zoomen und Max wird hoffentlich dann meine Slides weiterleiten. Also was ich, ja, also ich finde es echt drei Dinge sehr gut an dem Paper und also auch grundsätzlich denke ich, das wird vielleicht auch manche nicht überraschen, dass ich vieles, was es in den Papers gibt, sehr zustimme. So, zuerst finde ich das echt eine sehr gute Analyse und dann auch Zerstörung der wissenschaftlichen Annahme, die in diesem Artikel eingeflossen sind, ist. Und ich denke, dass wenn man das so liest, dann stellt man sich auch die Frage und auch immer beim näher hingucken, was jetzt genau die Gedanken waren von vielen Leuten, die damit einbezogen waren, diesen Artikel so zu gestalten. Und das erinnert mich vor allem an Nicolas Jabkos Analyse in Playing the Market, wenn er das nicht mit Blick auf monetäre Finanzierung, aber generell so analysiert, dass es da irgendwie diese Zeit, diese Idee der Markt so viele Bedeutungen hatte und irgendwie da es erlaubt hat, sich auf den Maastricht-Vertrag zu einigen, ohne dass man immer im Ganzen sich zu alle die wirkliche wirtschaftliche Frage geeinigt hat. Jedenfalls, also das finde ich echt sehr, sehr stark, auch wie viel Wissenschaft, historische Analyse da reingeht. Dann finde ich auch sehr überzeugend, wie ihr diese historische Analyse dann benutzt,
um auch juristisch Fragen zu stellen bei der Interpretation, die dem Artikel geben wird. Und in generell finde ich, dass die wirtschaftliche und juristische Einsicht sehr, sehr nett verknüpft werden. Also ich denke, dass auch sehr stark diese Sache werde so oft unabhängig voneinander besprochen. Und ich denke, man braucht eigentlich beide. Also ich habe drei Slides mit Anmerkungen. Das sind so Fragen, ob ich ein so eine generelle These, das werde ich jetzt mal sofort sagen, dass ich denke, dass doch letztendlich das Problem der monetären Finanzierung sich nicht über Gerichten lösen lässt und dass man vielmehr eine politische Antwort braucht auf diese Frage. Und da will ich manchmal so ein bisschen zurück drucken und sage, okay, wie viel kann man juristisch eigentlich neben dieser kritischen Analyse noch machen, dabei zu sagen, wie die EZB mit dieser Frage umgehen muss. Also zuerst mal dachte ich, und das fand ich die Präsentation so sehr hilfreich, was ist genau die Funktion der Wissenschaft in eurer Argumentation? Also ich habe das versucht so zusammenzufassen, dass die EuGH und Bundesverfassungsgericht eigentlich die Frage, wie sich sehr eng auf diesen Zweck richte und daraus die Interpretation dieser Artikel versuche zu ziehen, aber eigentlich davon ausgehen, dass sie sich dabei eigentlich gar nicht so mit der Wirtschaftswissenschaften auseinandersetzen muss. Also ihre Idee ist doch schon irgendwie, dass das ziemlich offensichtlich so ist, dass der Verbot irgendwie zu Preisstabilität beiträgt und es geht nur darum, irgendwie der Verbot auszulegen und dann zu sorgen, dass der Absicht dieser Artikel irgendwie nicht untergraben wird. Und ich denke, was ihr macht, ist zu sagen, nee, wir müssen nicht nur auf den Zweck achten, sondern auch mit den neuesten wissenschaftlichen Einsichten herangehen, um zu gucken, okay, wie erreicht man diese Zwecke tatsächlich? Und da ist sozusagen, wenn das so ist, dann ist die erste Frage natürlich, was das dann heißt für das Recht und auch für die Richter. Und ich denke, wir haben uns alle schon manchmal ein bisschen lustig gemacht über die Richter in Karlsruhe, wenn die sich äußern zu Wirtschaftswissenschaften. Aber wenn man die wissenschaftliche Einsicht so eng einbezieht in die Interpretation dieser Artikel, macht man es dann nicht so. Eigentlich zwingt man die Richter, um noch mehr das zu machen, wovon wir schon wissen, dass sie das doch vielleicht nicht so gut können. Und da wäre dann sozusagen der Ansatz, eine eher grundsätzliche Frage, ist das überhaupt möglich, diese Frage nur mit Blick auf den Zweck und die wie man das Gesetz auslegt mit Blick auf die Aufgaben und Herausforderungen, die EZB jetzt hat. Und da wird es natürlich sofort sehr politisch Okay, Max, könntest du zu den nächsten Slide gehen, weil da habe ich noch einige Überlegungen dazu, ob es eigentlich nicht sofort, ob die Wissenschaft und die so trennen lassen. Also was, und das ist zunächst mal eine Frage. Max, kannst du zu den nächsten Slide? Ja, okay.
Also gibt es nicht auch eine Art viel traditionellere, neukeynesianische Ansatz, den man aus den Wissenschaften ziehen könnte, womit man eigentlich viel näher zu dem, was der Bundesverfassungsgericht EuGH dazu sagen kommt. Also beim Monetarismus, und das hat der, denke ich, sehr überzeugend erklärt, ist der Ausgangspunkt irgendwie das Vermeiden der Fiscal Dominance. Und da ist, denke ich, auch zunächst sogar aus Sicht des Monetarismus klar, dass der Artikel das nicht zureichend verhindern kann, nur perfekt an das irgendwie zu finden. Aber ich denke, dass niemand dachte, dass der Artikel irgendwie zureichend wäre, um eine Situation von Fiscal Dominance zu verhindern. Aber wie du schon gesagt hast, dazu gibt es dann auch der Price Stability Target und Unabhängigkeit. Aber in dieser monetaristischen Sichtweise ist es irgendwie so, okay, es gibt Fiscal Dominance, dann gibt es mehrere Arten von monetärer Finanzierung, das führt zur Erweiterung der Geldmenge und dann gibt es irgendwann Inflation. Ja. Auch wenn man eher einen neukeynesianischen Ansatz hat und man denkt irgendwie, okay, es gibt einen bestimmten Zinssatz und die führt zu langfristiger Preisstabilität, dann hat man, denke ich, immerhin noch Gründe zu denken, okay, monetäre Finanzierung ist vielleicht doch echt etwas, was beiträgt an Inflation. Also, Jens, eine Sekunde, ich weiß nicht, ob du mich gerade hören kannst. Ich glaube, deine Verbindung ist nicht mehr so gut. Vielleicht kannst du das Video ausmachen und dann hören wir dich vielleicht ein bisschen klarer. Die Slides laufen ja so über meinen. Ja, irgendwie ist die Verbindung schlecht geworden. Okay. Ja, genau. Okay, aber warte mal, da habe ich eine bessere Lösung, glaube ich. Jetzt ist aber wieder gut. Ja, okay. Im Monetarismus gibt es diesen Schritt Fiscal Dominance, monetäre Finanzierung, Erweiterung der Geldmenge und dann gibt es den Salat. Ja? Und in Neukeynesianismus gibt es natürlich auch eine Art von Ketten von Fiscal Dominance, dann niedrige Zinssatz auf Staatsanleihe. Das führt generell im Markt zu niedrigen Zinssätzen und ermöglicht auch einen größeren Staatshaushalt und das führt dann irgendwie zu Inflation. Aber irgendwie lässt sich also da auch, wenn man denkt, Geldpolitik, das ist wirklich nur mit Zinsen zu tun, eine Art wissenschaftliche Begründung aufstellen, warum man Geldpolitik ändern müsste. Besonders wenn man nur konventionelle Geldpolitik macht, nur begrenzt Möglichkeiten, die Zinssätze für Staatsanleihen runterzubringen. Könnte man untersuchen, wie man das genau begründen würde. Aber ich würde erst mal fragen, auch Florian zum Beispiel, das ein bisschen zu erweitern, warum es wirklich nur mit dem Monetarismus möglich wäre, die EuGH-Interpretation des Verbots aufrechtzuerhalten. Und dann, Max, vielleicht noch den letzten Slide. Okay, ja, da noch so ganz kurz. Ich denke, dass es sich hier handelt um ein ganz generelles Problem des EZB-Mandats, dass wenn man von dieser monetaristischen Ansicht weggeht, dass es plötzlich für die meisten Artikel keine eindeutige Interpretation mehr gibt. Ich denke, das ist der Fall für Preisstabilität, sehr deutlich der Fall für das Sekundärmandat.
für die Instrumente und sogar auch dafür, was Unabhängigkeit heißen soll und wie man das interpretiert. Ich dachte, ganz spezifisch für monetäre Finanzierung gibt es da die alternative Möglichkeit, um mit Artikel 125.2 der Rat eine neue Interpretation des Verbots vorschlagen zu lassen. Also statt juristisch oder wissenschaftlich zu gucken, wie soll man der Artikel, wie er jetzt ist, am besten interpretieren, könnte man auch sagen, naja, da gibt es letztendlich keine eindeutige Frage und der Weg vorwärts ist einfach ein viel politischer Prozess, wo man auch mit Blick auf die europäischen Fiskalregeln und eine Art Gesamtlösung für diese ganze Problematik guckt, okay, wie möchten wir weiter mit dem Artikel? Und ich denke, das ist nicht echt unkompatibel mit dem, was ihr in dem Artikel, was ihr in dem Artikel sagt. Das ist vielleicht ein bisschen ein anderer Weise, das dann in Echt-Vorschriften umzusetzen. Okay, das war meine Anmerkung. Entschuldigung für die Verbindung. Das tut mir leid. Ich weiß nicht genau, was das sein könnte. Kein Problem. Das kommt eigentlich normalerweise in Deutschland öfters vor als in den Niederlanden. Aber ich glaube, es sind alle deine Punkte gut rübergekommen. Florian und Philipp, wollt ihr vielleicht kurz reagieren, vielleicht gerade auf den Punkt mit einer neukeynesianischen wissenschaftlichen Begründung anstatt von einer monetaristischen? Und danach würde ich dann langsam Richtung Q&A gehen. Ja, also ich finde es total richtig, quasi, dass das ein Punkt ist, den man da nochmal aufgreifen könnte, den Zusammenhang. Ich glaube aber, die Antwort darauf, die ist dann gar nicht so komplex, ne? Also quasi auch in einem neukeynesianischen Framework gibt es quasi auch den Mechanismus, dass niedrige Zinsen irgendwann zu Inflation führen. Aber das hat eine ganz andere Wucht, ne? Also der Zusammenhang ist halt wesentlich schwächer. Also man muss halt dran denken, als wir quasi in dieser Vor-Krisen-Framework waren, da haben wir quasi wirklich gerade so ein bisschen mehr Geldmenge zur Verfügung gestellt, wie es Banknoten gab. Na, also die Fed beispielsweise, die auch keine großen Währungsreserven hält, die hatte Banknoten mal Faktor 1,1, war die Bilanzsumme der Fed bis zur Krise. So, und man hat halt wirklich gesagt, wenn da so ein bisschen mehr jetzt noch reinkommt, dann kommt quasi auch über Geldmengenmultiplikator, kommt quasi die große Inflation. Und nur quasi diese besondere Gefahr in diesem Framework legitimiert überhaupt dann nochmal so einen separaten Artikel zu haben, der die Zentralbank zusätzlich bindet. Die ist ja schon unabhängig, die hat ein Primärmandat und jetzt binde ich die nochmal. So, und da würde ich halt sagen, dieses besondere zusätzliche Verbot ist quasi aus meiner Sicht dann logisch, wenn quasi die Überschreitung dessen quasi so katastrophale, schnelle, abrupte Konsequenzen hat, wie das im Monetarismus der Fall ist. Dann im neukeynesianischen Framework ist es ja so, dass da jetzt genau das passiert, was wir ja wollten. Ne? Wir wollten quasi die langfristigen Zinsen senken, damit da ein bisschen mehr Nachfrage kommt. Also es war ja quasi der Versuch, da noch irgendwie so ein bisschen mehr Nachfrage zu induzieren, damit wir quasi wieder auf unser Preisstabilitätsziel kommen und damit wir ein bisschen so aus der, die Arbeitslosigkeit loswerden. So, also da würde ich halt sagen, ja, diesen Connex gibt es schon auch im neukeynesianischen Framework. Er hat aber eben etwas wesentlich weniger gravierend und deswegen ist es eigentlich, wäre es aus meiner Sicht nicht okay oder nicht sinnvoll, da die Zentralbank nochmal stärker irgendwie zu binden, als das ohnehin durch das gesamte Framework der Fall ist. Vielleicht noch eine Hinzufügung, weil wir diesen Punkt auch ein bisschen intern diskutiert hatten und ich glaube, der Punkt hier kommt von Philipp, und das ist schon ein paar Wochen her, deswegen bin ich mir nicht mehr sicher. Und zwar, wenn man sagt, man begründet die expansive Auslegung von Artikel 123 über eine neukeynesianische Interpretation, dann müsste man konsequenterweise eigentlich auch irgendwie sagen, man muss die Zentralbank davon abhalten, die Zinsen zu stark zu senken. Das heißt, dann bräuchte man eigentlich zusätzlich zu so einer Geldmengebegrenzung, müsste man auch sagen, es gibt eine Zinsbegrenzung, weil in einem neukeynesianischen Framework
hat die Geldmenge ja nur über die Zinsen einen Effekt. Und wenn man davor Sorge hat, dann muss man halt eigentlich auch die Zinsentscheidung irgendwie eingrenzen. Und darüber redet ja niemand. Deswegen, das zeigt so ein bisschen, warum die Neubegründung auf einem neukeynesianischen Framework mindestens schwierig ist. Ja, klar. Ich würde vielleicht noch kurz ergänzen, was die anderen, also zwei Themen angeht, die ich relativ wichtig finde. Einmal die Frage, was machen die Richter und einmal, was macht die Politik? Also einmal das erste Thema, weil ich denke, das ist wirklich ganz wichtig, wie viel die Richter eben mit Wirtschaftswissenschaften, wie viel die davon integrieren können und so, und auch, dass wir da in die Richtung auch ein bisschen gehen. In der Tat, und ich finde das auch ein Riesenproblem, man hat sich halt mit der EU-Integration so ein bisschen dafür entschieden, dass man Wirtschaft ins Recht reinschreibt und auch noch in ein Recht, was extrem wichtig ist, verfassungspolitisch, also wo halt das Bundesverfassungsgericht dann immer wieder, also das Bundesverfassungsgericht hat schon immer die deutsche Souveränität im einen oder anderen Wortlaut, aber quasi Deutschland vor der EU-Integration irgendwie geschützt, beziehungsweise gesagt, die Verfassung hat ihre Grenzen darin, was sie an die EU überlässt. Und dann hat man halt EU-Verträge gemacht, wo man auch noch sehr genau reingeschrieben hat, oder ziemlich genau, Preisstabilität ist ja ziemlich allgemein, aber jetzt eben ein Anleihekaufverbot oder auch eben Defizitregeln und solche Geschichten, die doch sehr tief in die Wirtschaft reingehen. Und der Zweck ist eine Auslegungsmethode des Rechts, und das halte ich auch für richtig, dass man fragt, wozu dient eine Vorschrift? Aber wenn man das eben mit wirtschaftlichen Themen macht, dann müssen sich plötzlich die Gerichte mit wirtschaftlichen Fragen auseinandersetzen und sagen, wozu dient diese Vorschrift? Und also ganz klar kommt da sehr schnell eine Kompetenzüberschreitung, also eine fachliche Kompetenzüberschreitung. Aber da kann man auch nichts anderes machen, als dann bei der Bundesbank nachzufragen oder Sachverständigenrat. Oder, also sie haben dann halt lauter Sachverständige gehört, die denen dann im Senat erklären, was zu tun ist oder wie die Wirtschaft eben funktioniert. Aber natürlich lernt man auch nicht irgendwie die Economics of EU Integration innerhalb von 6 Stunden Sachverständigenanhörung. Also das zum Thema Richter und Wirtschaft. Die Problematik sehe ich genauso. Und ein bisschen damit verbunden dann eben die politische Frage, was macht die Politik, sollte die nicht was anpassen? Definitiv. Also das ist ja auch ein Ding, dass man halt seit 30 Jahren eben auf dem, oder nee, Lissabon kam ja dazwischen, also 15 Jahren, haben sich halt die Verträge nicht mehr geändert, außer der Anpassung, um den ESM einzuführen. Aber jede Streitigkeit, die jetzt halt ausgestritten wird, das passiert immer vor Gerichten. Der 125.2, das gibt es tatsächlich schon, also so eine Ausdefinition, das wurde halt 1993, also es gibt zwei Verordnungen von 1993, wo drin steht, was für Schuldtitel gekauft werden dürfen, was für welche nicht, auch wie das Verbot des privilegierten Zugangs zu Privatbanken und so auszulegen ist. Also dafür gibt es zwei Verordnungen, die wurden halt jetzt nicht angepasst seit 29 Jahren. Ja, das heißt, es bleibt dann eben doch bei den Richtern hängen. Und also ich finde das auch ein Riesenproblem, aber damit muss man dann arbeiten. Das ist als Ergänzung. Also ich würde das vor allem auch als mögliche Lösung sehen. Also dass irgendwie diese Richtlinie so lange so geblieben sind. Ich denke, da könnte man sehr leicht wirklich einen Schritt vorwärts machen, und dass man den ganzen Vertrag neu verhandeln müsste. Ja, volle Zustimmung. Okay, dann würden wir jetzt zur Q&A gehen. Ich habe gerade bei Slido reingeschaut und habe da jetzt keine Fragen gesehen. Deswegen gucke ich einmal in die Runde, ob jemand aus dem Publikum vielleicht eine Frage stellen möchte. Ich kann es nur sehr empfehlen. Es ist ja relativ selten, dass wir beim Dezernat auch einen richtig guten juristischen Experten dabei haben, so wie heute Philipp, der euch gleichzeitig was über Finanzverfassungsrecht und Europarecht sagen kann, während wir gleichzeitig über Geldpolitik Monetarismus reden. Gregor, bitte. Hi. Ich habe eine Frage, und zwar, wie seht ihr das Argument vom Bundesverfassungsgericht, sozusagen, dass das Ganze auch irgendwie relativ kostspielig werden könnte, jetzt im Hinblick vor allem auf die Zinserhöhung? Also wenn man ja jetzt
Regime der Überschussliquidität sozusagen irgendwie fährt, dann werden ja Zinserhöhungen auf Dauer relativ kostspielig, soweit ich das verstanden habe. Wie kann man das irgendwie entkräften oder wie kann man darauf eingehen? Florian, das ist vielleicht eine Frage für dich. Ja, ne, also ich meine, die erste Antwort dazu wäre, ich glaube, Axel Weber war das mal, der es gesagt hat, ne, der Notenbankgewinn ist ein Residuum unserer geldpolitischen Operation. Ne, so, also das heißt, die Notenbank macht halt Geldpolitik im Hinblick auf Preisstabilität. Und ja, und dann gibt es halt quasi in Abhängigkeit der daraufhin optimierten Geldpolitik, gibt es halt Notenbankgewinn oder auch nicht. Ja, so, ja, also wenn man jetzt quasi geldpolitisch zum Ziel kommen oder zum Schluss kommen würde, dass eine bestimmte Politik gut und richtig ist und die vielleicht dann irgendwann mal zu Notenbankverlusten führt. Also wir hatten auch in den 70er Jahren mal mehrere Jahre lang negatives Eigenkapital auf der Bundesbankbilanz. Ja, so, ja, da würde ich jetzt quasi erstmal sagen, dann ist es aus geldpolitischer Sicht trotzdem die richtige Politik. Ne? So, also man kann jetzt nicht aus, weil man denkt, ne, eine Politik, die führt jetzt zu Verlusten, die dann quasi zu vermeiden. Ja, also fände ich jetzt aus einer, zumindest aus einer traditionellen Notenbank-Sicht, erstmal nicht überzeugt. Würde ich vielleicht noch was zu ergänzen, denn das ist dann natürlich sozusagen die Geldpolitiker-Sicht. Also definitiv ist es dann geldpolitisch nicht überzeugend. Die Frage wäre jetzt natürlich, was würde das Bundesverfassungsgericht dazu sagen? Da würde ich dann aber jetzt, oder also ich, weil, naja, jedenfalls wäre es doch erstaunlich, wenn halt das Bundesverfassungsgericht in so einem Fall sagen würde, es ist geldpolitisch zwar erforderlich, das erkennen wir an, aber es gefährdet den Bundesbankgewinn, der an den Bundestag ausgeschüttet wird oder so. Also da würde man ja in ein Problem der Haushaltshoheit reinkommen, wo man ja, also da käme man ja nicht mehr raus, wenn man der Zentralbank was verbieten wollte, weil der Bundestag dann irgendwie keinen Gewinn mehr bekommen würde. Was es wirklich ausdrücklich befürchtet hat, war halt, dass der Bundestag mal in einem Haushaltsgesetz entscheiden müsste, dass man nachschießen muss an die Bundesbank. Und das ist dann tatsächlich mal ein Problem. Und das könnte man ja auch bei so einer Überschussliquiditätssituation irgendwie befürchten. Da kommt man dann sozusagen in die Randfragen der Geldpolitik, dass notfalls eben die Bundesbank tatsächlich nicht unbedingt einen Nachschuss braucht. Also das muss man sich dann eben überlegen. Aber da kommt man eher in eine Frage von Vertrauen in Währung und Vertrauen in Staat und so weiter. Also das sind dann ja eher die Gefahren, die dann lauern, als dass der Bundestag oder irgendwie die Bundesrepublik Deutschland pleite gehen könnte. Oder also ja, das sind Randfragen, über die, glaube ich, das Bundesverfassungsgericht dann doch nicht Stopp sagen würde, um Geldpolitik zu verhindern. Da nochmal ganz kurz einhaken, aber ich meine, das ist doch eigentlich gerade das Argument sozusagen gewesen, dieser haushaltspolitischen Gesamtverordnung oder wie es auch immer technisch konkret heißt, dass ja sozusagen gerade dieses Szenario kommen kann, also dass sozusagen irgendwie der Bundestag halt nachschießen müsste bei der Bundesbank, um gerade das Vertrauen ins Eurosystem sozusagen, in die Bundesbank als Teil des Eurosystems aufrechtzuerhalten. Und das Risiko ist ja jetzt sozusagen hinsichtlich der kommenden Verluste sozusagen deutlich ja, sichtbarer sozusagen, als es davor eigentlich war. Also von daher fürchte ich halt, dass eigentlich sozusagen irgendwie dieses Argument, was damals irgendwie in der Euro-Krise gemacht wurde, halt sozusagen jetzt irgendwann vielleicht sichtbar wird und nicht, dass sie da auf dumme Ideen kommen. Sehe ich nicht. Also es gibt eine Institutsgarantie für die Zentralbank. Also das heißt, die Zentralbank muss halt Bestand haben und muss auch wirksam Bestand haben. Die Befürchtung, die das Bundesverfassungsgericht da geäußert hat, aus meiner Sicht, also man kann ja, man macht sozusagen eine Auslegung von Verfassungsauslegung, aber
Ich denke nicht, dass man die so verstehen sollte, dass jeglicher Verlust der Bundesbank ausgeglichen werden muss vom Bundestag. Und wenn das passiert, dann oder dass irgendwie diese Gefahr derart verhindert werden müsste, kann man so einfach nicht. Also das kann ja nicht sein, dass die Bundesbank keinen Verlust machen darf. Also so kann ja Geldpolitik einfach nicht funktionieren. Und ich denke, als das Bundesverfassungsgericht das geäußert hat, da ging es ja einmal eben um die EU-Politik, also um die Befürchtung, die EZB beschließt, dass man Anleihen kauft. Und wenn dann jetzt ein anderer Staat entscheidet, er bedient seine Anleihen nicht mehr, dann macht die EZB Verluste und dann wird diese Quote da bei der Bundesbank abgeschrieben. Und wenn das so hoch ist, dann muss irgendwie der Bundestag. Aber da ist man ja, also das ist ja erstmal eine rein kalkulatorische Folgerung. Also dass sie dann rechnen, die Bundesbank macht Verlust und das muss der Bundestag nachschießen. Ich denke nicht, dass das jemals wirklich ein Verfassungsgebot sein könnte, dass der Bundestag quasi den Finanzierungssaldo sichern muss, sondern den Artikel 88 Grundgesetz würde ich, wie gesagt, eher als Institutsbestandsgarantie sehen, dass eben sicherstehen muss, okay, die Währung ist geschützt, die Zentralbank gibt es und die Menschen vertrauen darauf, dass sie funktioniert, aber eben nicht, sie muss immer auf Null rauskommen und schlimmstenfalls muss der Bundestag reinschießen. Also so, das ist ja auch, dann wäre ja die Funktion einer Notenbank sozusagen umgekehrt und dann wäre ja irgendwie der Bundestag der Schöpfer des Geldes, ist ja natürlich rechtstheoretisch, aber nicht technisch. Dann würde ich jetzt Martin, noch zu Ende und dann. Nee, wäre einfach nur die Frage, ob das überzeugt und verständlich ist, aber nur so. Das war ein Daumen hoch, dann Martin. Ja, also zu dem Punkt gerade, der EuGH hat also den Punkt ja auch gerade gemacht. Ne? Entweder Florian oder Philipp haben das auch schon in einem Nebensatz erwähnt. Ne? Es ist der EZB verboten, eine Geldpolitik zu betreiben, die Bilanz aufzehren könnte im Ergebnis, denn dann müsse sie rekapitalisiert werden und das untergräbt ihre Unabhängigkeit. Ne? Und das ist natürlich auch nochmal äußerst fragwürdig. Ja, ja. Aber ich wollte nochmal einen generellen Kommentar machen und ich weiß jetzt nicht, ob das strittig ist oder ob sich das von selbst versteht. Also die Grenzen, die die Rechtsprechung hier der Notenbankpolitik ziehen, die sind kritikwürdig. Und diese Punkte sind überzeugend dargelegt worden von euch. Ja. Man sollte daraus aber, glaube ich, nicht den Schluss ziehen, dass das Recht sich aus der Notenbankpolitik heraushalten sollte. Ja? Also das Gefahr, dass das Argument läuft meines Erachtens so ein bisschen Gefahr überzuschießen. Ja? Die EZB ist halt von der Politik unabhängig und wird im Prinzip von nichts und niemandem kontrolliert. Ja, das ist eine also unglaubliche Machtzusammenballung, die leicht missbraucht werden kann. Ja, und ich glaube auch, dass diese Macht verschiedentlich missbraucht wurde in der Vergangenheit. Nur leider sind das Fälle, mit denen sich nie ein Gericht beschäftigt hat. Ja. Ihr kennt den berühmten Draghi-Letter an die Regierung Berlusconi. In diesem Brief hat Draghi im Prinzip die Liquiditätsversorgung Italiens unter den Vorbehalt gestellt von Arbeitsmarktliberalisierung und Liberalisierung der öffentlichen Infrastruktursektoren.
Ja. Und ich meine, klar, also eine Notenbank hat die Instrumente, das geht. Ja. Aber es ist nicht ihr Auftrag und es ist grotesk demokratiewidrig. Ja. Auch die Bundesbank, an der man gewiss viel kritisieren kann, hat nun nie ihre Zinspolitik unter den Vorbehalt von Vorgaben über die Arbeitsmarktpolitik gestellt oder sowas. Ja. Noch viel offensichtlicher, und das wird meines Erachtens immer irgendwie übergangen, wenn es heißt, die EZB hat doch den Euro gerettet und so. Naja, die EZB war ja ein Drittel der Troika, die die Tarifsysteme Südeuropas brutalst niedergewalzt hat. Ja? Was hat das mit dem Auftrag der EZB zu tun? Und muss sowas nicht zwingend zumindest einer rechtlichen Kontrolle unterliegen? Ja? Also das nur als Hinweis darauf, man sollte das Ganze nun nicht so verstehen, dass man jegliche verfassungsrechtliche Kontrollbefugnis über die Handlungen der EZB verneint. Da würde man sich meines Erachtens verrennen. Vielen Dank. Philipp, ich sehe deine Hand. Ja, vielen Dank. Also ganz spannend. Das sind jetzt natürlich die ganz grundlegenden Fragen über EZB und Macht und Legitimation in der Europäischen Union. Was die Machtzusammenballung angeht, würde ich jetzt als erstes antworten, das war erstens eine Wahl, die man getroffen hat. Also man hat ja den Vertrag geschlossen und die EZB damit ermächtigt. Ist eine große Grundentscheidung, die ich tatsächlich auch sehr problematisch finde, aber hat man gemacht und auch das Mandat eben schon damals sehr vage formuliert und dieses eine Verbot dann eben da eingefügt mit der Vorstellung, dass das eben das Inflationsproblem wäre. Also die Macht, die die EZB hat, die hat man ihr damals gegeben und da hat das Bundesverfassungsgericht dann sogar noch in so einem Nebensatz gesagt, nach den Erfahrungen der Bundesbank, mit der Bundesbank ist das auch gut, wenn eine Zentralbank unabhängig ist. Aus meiner Sicht ein Fehler, aber es ist eben so. Und dem kann man ja auch entgegenwirken, wenn man sich wirklich entscheidet, eine so unabhängige Zentralbank ist uns zu unabhängig, ist uns zu mächtig, wäre ich geradezu dafür. Aber man ist eben in so einer Art Sackgasse im Moment in der EU. Ob man dieses Problem dann damit löst, dass, also betont ja auch das Bundesverfassungsgericht, dass man dann mit Rechtskontrolle dieses Legitimationsdefizit irgendwie ausgleichen soll. Die Frage ist eben, in welche Richtung geht jetzt eine Rechtskontrolle? Also sie kann ja nicht aus Prinzip irgendwelche Beschränkungen auferlegen, damit irgendeine Form von alternativer Legitimation besteht, wo auch der Generalanwalt Vatelet dann gesagt hat, naja, die Legitimation von Gerichten beruht auch auf deren Sachverstand. Und wenn die, also die sind ja genauso unabhängig letztendlich. Und dass dann Gerichte eben mit ihrem geldpolitischen Nicht-Sachverstand sozusagen beliebige Grenzen setzen, nur um die Geldpolitik irgendwie zu begrenzen, die sonst zu mächtig ist, das hat eben irgendwie ein Problem. Oder also darin sehe ich eben die Lösung für dieses Legitimationsproblem nicht. Ist es natürlich Rolle der EZB in verschiedensten Prozessen zu beraten und teilzunehmen an Entscheidungen, die irgendwie wirtschaftspolitisch wichtig sind. Also das ist an ganz vielen Stellen in den EU-Verträgen festgelegt, dass die EZB gehört wird und teilnimmt. Und dann schließlich sind es natürlich gerade die Gerichte, die auch betont haben, dass die EZB ja Defizite irgendwie nicht unterstützen darf, dass sie sich auch an den Grundsatz gesunde öffentliche Finanzen halten muss und so weiter. Das heißt, ich sehe da so eine Ambiguität irgendwie, wenn die EZB dann so einen Brief an Italien schickt und sagt, hier Strukturreform, weil das ist sozusagen genau das, wo das Bundesverfassungsgericht wahrscheinlich auch sagen würde, ja, ja, das müsst ihr auch so machen, wenn ihr überhaupt Anleihen kaufen wollt. Also da macht dann Draghi sozusagen genau das, was das Bundesverfassungsgericht von ihm fordern würde, schätze ich mal. Was wir dann natürlich total problematisch finden, ich auch absolut. Das ist meine Reaktion. Ja, vielleicht, wenn ich ganz kurz noch ergänzen darf. Ja, so, also wir haben ja, wenn wir quasi
zurückdenke an den Delors-Report, der quasi so ein bisschen die, die Voraussetzungen der Währungsunion erläutert. Ja, der setzt ja quasi sehr viel Gewicht auf die fiskalische Koordination. Ja, also der sagt quasi schon, ja, okay, Marktkräfte können eine Rolle spielen, aber der Markt, der ist oft zu spät dran und dann ist er direkt dazu stark. Das heißt, eigentlich müssen wir quasi die Probleme, die so in einer Währungsunion entstehen können, nämlich dass manche vielleicht ganz viel Defizite produzieren und die Inflation dann auf alles zurückfällt, so dieses Problem müssen wir irgendwie durch fiskalische Koordination lösen. So, und da quasi gibt es ja auch die entsprechenden Vorgaben, den Stabilitäts- und Wachstumspakt, jetzt quasi das Verfahren für die makroökonomischen Ungleichgewichte. Und da ist es ja nicht so, dass die EZB irgendwann mal jetzt gesagt hätte, sie macht ihre eigenen Vorgaben. Ne? Also die, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, speisen sich die die Aufforderungen aus dem Draghi-Brief quasi aus Empfehlungen der Europäischen Kommission. Also die EZB hat da jetzt nicht quasi selbst irgendwas erfunden. Und da würde ich sagen, irgendwann muss dann eben die fiskalische Koordination, wenn sie denn nicht befolgt wird, dann muss das auch mal Konsequenzen haben. Und dann der letzte quasi, der diese Konsequenzen dann durchziehen könnte, wäre eben die EZB, die dann auch bei Griechenland gesagt hat, als quasi dann die Volksabstimmung gemacht wurde, wo es darum ging, ob man jetzt die Troika-Vorgaben einhält oder nicht, die dann gesagt hat, ja, dann quasi gibt es eben keine zusätzliche Notfallliquidität mehr für das griechische Bankensystem. So, das ist quasi so der letzte, ne, da wird quasi dann der Hahn abgestellt und da wird die fiskalische Koordination ganz scharf gemacht. Und zwar in dem Moment, wo ein nationaler Mitgliedstaat sagt, fiskalische Koordination, halte ich mich nicht mehr dran. Jetzt kann man natürlich darüber sprechen, ob die fiskalische Koordination, ob die Vorgaben, die da waren, inhaltlich gut waren. Ja, so, da würde ich jetzt ganz persönlich auch sagen, nee. Aber dass es quasi in so einer Währungsunion jemand geben muss, der im Zweifelsfall fiskalische Koordination durchsetzt, ist dann doch schon notwendig. Ne? So, und da muss man, glaube ich, trennen, quasi das Design guter fiskalisch-politischer Koordination von der Frage, ob quasi am Ende da eben auch jemand dann die Zügel anziehen darf, wenn sie nicht befolgt wird. Ja, Freunde, müssten wir uns darauf nicht verständigen können, ganz unabhängig davon, ob uns die Vorgaben so im Draghi-Letter oder so jetzt gefallen oder nicht. Ja, die EZB hat ein geldpolitisches Mandat. Sie hat kein Mandat über die Gestaltung der Arbeitsmärkte. Diese Gestaltung unterliegt dem demokratisch gewählten Gesetzgeber. Vielleicht, Philipp, da würde ich jetzt mal dich fragen, wie du das quasi siehst. Ne, zum Beispiel gerade bei der Debatte um das TPI ging es ja quasi darum, welche quasi Koordinationsvorgaben aus dem europäischen Recht können denn quasi da zu Rate gezogen werden. Und da hast du ja schon, bevor quasi die EZB erklärt hat, was sie sich alles anschaut, gesagt, dass es sie eigentlich gebietet, sich relativ viel anzuschauen. So, vielleicht könntest du den Punkt da nochmal machen. Das kannst du, glaube ich, viel besser als ich. Ja, deshalb, also sich darauf einigen, dass sie nicht für Arbeitsmarktpolitik zuständig ist, würde ich sagen, jein. Also das ist der Punkt, den ich versuchte eben zu machen, dass halt die Gerichte schon sehr klar darin sind, dass die EZB selber überhaupt nur Anleihen kaufen dürfen soll, in der Verbreihenfolge, wenn die Vorgaben aus dem Stabilitäts- und Wachstumspakt eingehalten werden und die Defizitregeln eingehalten werden und so weiter. Also aus meiner Sicht auch ein bisschen eine Frage, so was das Verhältnis von Primär- zu Sekundärmandat angeht, denn das natürlich auch, sie hat auch ein Sekundärmandat. Das richtet sich natürlich nicht auf Arbeitsmarktpolitik, aber es richtet sich auf die Unterstützung der Wirtschaftspolitik in der Union. Und das ist eine Frage der fiskalischen Koordination oder nicht fiskalischen, sondern insgesamt, also wirtschaftspolitischen Koordination. Darauf einigen sich die Mitgliedstaaten im europäischen Semester, da werden dann Vorgaben gemacht. Und daran muss man sich halten. Ich weiß nicht ganz genau, was in diesem Brief halt damals drin stand. Aber also es klingt für mich ein bisschen so, als ob damals eigentlich vor allem das betont wurde, was eigentlich sowieso gilt, dass halt die EZB theoretisch
selber gucken muss, was sie weiter an Ankäufen tätigt, wenn ein Mitgliedstaat sich nicht an das hält, was vereinbart ist und man sich streitet und so weiter. Also ich musste aufpassen, dass ich nicht ein bisschen selber aus meinen historischen Kenntnissen rausgehe, aber ja, die EZB muss einfach selber aufhören ab einem bestimmten Punkt und das verlangen auch die Gerichte von ihr. Eben nicht, wenn die Arbeitsmarktpolitik so oder so getrieben wird, aber wenn eben insgesamt die Wirtschaftspolitik oder Fiskalpolitik nicht ordentlich betrieben wird im Sinne der Defizitregeln und Stabilitäts- und Wachstumspakt. Jetzt ist es schon 18.32 Uhr auf meiner Uhr. Das heißt, wir werden es leider hier belassen müssen, aber ich spüre, dass es hier noch Material gibt für weitere Gespräche und die Gelegenheit wird sich ja sicherlich ergeben. Dann danke ich Philipp und Florian und Jens. Und vielleicht noch ganz kurz, das machen wir traditionell immer zum Abschluss unserer Veranstaltungen, noch eine Buchempfehlung. Also wenn jemand von euch drei ein Buch hat, das er empfehlen möchte, dann ist gerne hier noch die Gelegenheit. Und sonst können wir es auch hier schließen. Also ich habe heute in der Bibliothek abgegeben, die Eurokrise vor dem Bundesverfassungsgericht von Dietrich Moorswijk. Er hat da einfach sämtliche Schriftsätze aus den Verfahren, von den Klägerseiten und beklagten Seiten und die Vorträge und so weiter, alles reingestellt und es ist einfach großartig, sich anzugucken. Also ich finde, da kriegt man große Einblicke darin, wer da eben was vorgetragen hat und auch, was für Hintergründe man dann eben sich wirtschaftlich dabei vorgestellt hat. Gerne. Super. Jens, ich sehe, du hast eben ins Bücherregal geschaut. Ja, dachte, was gibt es? Also dachte ich, Eric Monet's Controlling Credit. Es ist so wichtig, bei all diesen Themen zu sehen, wie neu alle diese Vorstellungen sind, was für eine Ausnahme sie sind mit Blick auf, wie Geldpolitik vorher gemacht wurde. Und da gibt es auch noch ein ganz schönes Kapitel, wo irgendwie besprochen wird, wie der französische Staat dann doch noch heimlich irgendwelche, über welche Kanäle Geldfinanzierung macht mit den Zentralbanken und solche Sachen und wie wütend sie darüber sind bei der Banque de France, wenn sie das herausfinden. Und also ich denke so, der historische Hintergrund, dass das doch letztendlich diese ganz spezifische Ansicht, die es dann Anfang 90er Jahre gibt, sehr wichtig ist, um im Blick zu behalten. Und Flo, ich weiß nicht, ob du noch. Ich würde einfach ein Paper, eins meiner Lieblingspaper, das empfehlen, und zwar, das ist The Operational Target of Monetary Policy and the Rise and Fall of Reserve Position Doctrine von Ulrich Binzai, der mal die geldpolitische Implementierung in der Europäischen Zentralbank geleitet hat. Jetzt ist er da für Zahlungsverkehr zuständig. Und so am Beispiel quasi der Fed quasi erklärt da, ja, wie kam es eigentlich dazu zum Monetarismus, erklärt, warum das quasi eigentlich nie überzeugend war, warum die Praktiker in der Zentralbank das eigentlich auch von nie wirklich als sinnvoll erachteten. Und quasi ist natürlich spannend, dass er das schon in einer hohen Position der EZB macht. Aber er spricht natürlich nicht über Europa, sondern nur über die Fed. Das hat ihn da wahrscheinlich ein bisschen einfacher gemacht, das dann auch als Operational irgendwie oder als Paper in der EZB zu veröffentlichen. Also ist unglaublich gut erklärt, wie Geldpolitik eigentlich funktioniert und gut historisch aufgearbeitet, gut zu lesen. Wenn man daran Interesse hat, dann sei es wirklich vor. Super, dann nochmal vielen Dank euch drei und vielen Dank an euch, an Sie fürs Kommen. Ich hoffe, es war ein schöner Montagabend für euch alle, für Sie alle und bis zum nächsten Mal dann.